Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, zu dem ich heute einen ganz speziellen Gast begrüße. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Claudia Konrad. Ich danke dir, Nicole. Ich danke dir. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Claudia ist eine wirklich super interessante Frau. Sie ist Expertin für Projektmanagement in fragilen Kontexten. Was sind fragile Kontexte? Erklär uns das doch mal. Ja, genau, danke. Also fragile Kontexte, sage ich immer, sind genau die Regionen oder Länder, wo du jetzt zum Beispiel nicht hinreisen würdest, um da mal die Gegend kennenzulernen. Das sind Regionen und Länder wie Afghanistan, Irak, Syrien, Südsudan, Nigeria. Also überall da, wo die Lage eigentlich sehr, sehr instabil ist, ein großes Sicherheitsrisiko auch besteht und grundsätzlich viele Unruhen und gewaltvolle Auseinandersetzungen bestehen. Das sind also Regionen, die wir aus den ersten 5 Seiten der Tageszeitung kennen und nicht aus dem Reiseteil. Genau, so ist es. Also wirkliche Regionen, in denen weltpolitisch auch wirklich Not am Mann und in deinem Fall vor allem an der Frau ist. Denn viele Organisationen sind da unterwegs, möchten dort ihr Bestes tun. Da sind Menschen, die andere Menschen zusammenbringen, in Frieden führen wollen, Infrastrukturprojekte begleiten und die manchmal, glaube ich, ganz schön alleine sind, oder? Genau, so ist es auch. Und die auch manchmal getragen sind von dem Wunsch, einfach zu helfen. Das haben wir auch vor vielen, vielen Jahren während des Balkankrieges gesehen. Also sehr viele Menschen, die als freiwillige Helfer sich gemeldet haben oder jetzt auch im Rahmen der Flüchtlingskrise. Das sind alles Menschen, auch die von dem Willen getragen sind, nicht zuzuschauen, aber etwas machen möchten. Ja. Und auf der anderen Seite, da wo ich natürlich tätig bin, das ist schon ein mittlerweile hochprofessionalisierter Bereich. Gell? Also mit Helfen alleine kommen wir nicht weiter, sondern wir müssen da natürlich schon genau überlegen, wie wir ein Projekt oder ein größeres Programm gestalten, damit auch wirklich die Hilfe, die wir ja geben wollen und die Unterstützung für die Menschen, die es wirklich brauchen auch, damit diese Hilfe ankommt. Also du achtest wirklich mit den Menschen, die du vor Ort betreust als Projektmanager darauf, dass der Output stimmt, ne? Genau. Dass sozusagen der Input, den die Länder wie Deutschland, Schweiz, Österreich vielleicht auch in Steuergeldern aufwenden, auch wirklich sich effizient sozusagen ausleben da. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf und ich glaube, man hört es schon raus, auch ein sehr reiselastiger Beruf. Das heißt, du kennst wahrscheinlich alle Lounges auf allen Flughäfen dieser Welt, oder? Das stimmt. Also ich hatte letztes Jahr allein nochmal festgestellt, dass ich mehr als 3/4 des Jahres, das ist also viel, viel mehr als 200 Tage, gell, das kann man ja ausrechnen, unterwegs war. Und auch natürlich auch gebraucht und gearbeitet haben, aber das ist, man verbringt sehr, sehr viel Zeit, wenn man so arbeitet wie ich, im Flugzeug, auf Reisen, auf Flughäfen, weil man kann ja nicht kommen, einsteigen, losfliegen. Das sind ja alles Regionen und Länder, die nicht so leicht zugänglich sind. Also da muss man auch viel warten, viel anstehen, Geduld mitbringen, auch wieder überlegen, wie kommst du jetzt weiter und. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und du machst das ja schon ein paar Jährchen. Ich könnte mir vorstellen, am Anfang deiner Berufstätigkeit hatte das noch ein Flair, eine Anziehungskraft. Das ist ja auch irgendwie toll, so zum Jet-Set zu gehören. Vor allem, wenn dieser Jet-Set, wie in deinem Fall, so sinnerfüllt ist und du wirklich in einer echten Menschheitsmission unterwegs bist. Aber irgendwann lastet das. Und jetzt können wir sagen, das hat uns eigentlich zusammengebracht. Claudia, du hast wirklich irgendwann gesagt, boah, Reisen schön und gut, aber
ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr haushalten und auch mit meinem Wissen, mit meiner großen Expertise, die ich über die Jahre angesammelt habe, anders umgehen. Ja, das hat dich in das erfolgreiche Herzbusiness Mentoring gebracht. Das war sozusagen der Beginn. Kannst du mal so erzählen, mit welchen Gedanken du da gestartet bist, was du dir vorgestellt hast und wie das dann alles so weiterging? Eine Erfolgsgeschichte. Ja, natürlich. Und deine Erfolgsgeschichte, um das zu sagen, die hat ja eben schon vor ganz, ganz, ganz langer Zeit angefangen, offline, in aller Welt. Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren in dieser Branche. Das ist eine ganz lange Zeit und habe, wie man so sagt, den Beruf von der Pike auf gelernt. Und bis vor, sagen wir mal so, vor 3 Jahren ging das auch super gut. Ich war in dem Sinne auch hochleistungsfähig, konnte das auch machen, was ich wollte und auch liebe. Ich liebe es, Menschen zu unterstützen. Und dann hat es eigentlich vor 3 Jahren so angefangen, der Körper zollt auch dieser sehr anstrengenden Situation irgendwann Tribut und mag nicht mehr so. Ich bin jetzt 56, also ich merke das dann auch. Also damals war ich Anfang 50 und hatte wahnsinnige Rückenbeschwerden und dann zieht es hier, dann funktioniert das und man kommt einfach nicht mehr so aus dem Sitz heraus wie noch mit 20. Und hat mich auch dann, ich bin auch sehr, sehr krank geworden, hatte dann eine Rückenoperation und habe während der Gesundung und Reha überlegt, nein, ich will weiterarbeiten. Ich habe so viel Erfahrung. Und ich möchte dieses Wissen weitergeben. Das war mir klar, aber ich wusste jetzt nicht wie. Und als Unternehmerin und Beraterin, ich bin ja Organisationsberaterin, weiß ich natürlich, wie man Strategien ausarbeitet. Und dann habe ich also wirklich eine ganz, ganz große Strategie, wie ich das alles ummünze, all mein Wissen, all meine Erfahrung und dies, das, jenes, habe ich dann ausgearbeitet und bin 3 Jahre nicht vom Fleck gekommen damit. Mhm. Irgendwie war ich in einem Hamsterrad nach wie vor. Ich hab ja wieder angefangen zu arbeiten, bin in der glücklichen Lage, seit Jahren muss ich nicht akquirieren, weil mein Name, der ist bekannt, man weiß, was man bekommt auch. Und du wirst angefragt sozusagen. Ja, genau. Das ist das Gute dann auch. Und jedes Mal, wenn ich mich mit meiner Strategie beschäftigen wollte, um das anders zu gestalten, kam wieder eine neue Anfrage, eine neue Situation und ich musste wieder in den Flieger und quasi war wieder auf Mission. Und dann hat sich das 3 Jahre so hingeschoben. Das heißt, du hast deine eigene Mission immer nach hinten geschoben. Die Mission, genau, nämlich gesund zu arbeiten oder eben auch output-orientiert zu arbeiten. Das, was du deinen Kunden jeden Tag ermöglichst, hast du dir dann selbst nicht zugestanden. Das ist, glaube ich, ganz oft so. Ne? Das ist der Schuster und die eigenen Schuhe. Man ist so im täglichen Doing und vor allem auch so in Dienstleistungsbereitschaft, oder? Ja. Dass wir uns sehr stark natürlich mit den Themen, die von außen auf uns hereinströmen, beschäftigen, aber zu selten mal sagen, stopp, und jetzt ordne ich eigentlich nochmal mein eigenes Unternehmen und schaue eigentlich nochmal nach der Effizienz in meinem eigenen Unternehmen. Genau. Und ich finde es so wertvoll, zwar natürlich traurig, dass eine Rücken-OP der Auslöser sein musste, aber dennoch so wundervoll, dass du irgendwann gesagt hast, Moment, dieses Wissen muss auch irgendwie anders an Frau und Mann kommen als durch meine Senator-Card bei der Lufthansa oder bei der Swissair. Genau, so ist es. Genau, und da bin ich eben Ende letzten Jahres auf euch gestoßen. So zufällig war es eigentlich nicht, weil 2016 habe ich euer bestes Jahr zu meinem besten Jahr erklärt im Zuge meiner Strategieerarbeitung. Und das ist schon mal unser Workbook, ne? Ja, und habe das schon. Aber wie gesagt, ich war alleine, ich habe mir das bestellt und dann dachte ich, nee, so geht das nicht weiter. Ich brauche jetzt Unterstützung. Das war mir klar und so bin ich dann auch auf euch zugegangen. Ja. Das heißt, man muss auch, oder ich musste die Erkenntnis haben für mich, hey,
Ich kann sehr viele Sachen, aber in diesem Bereich muss ich mich unterstützen lassen. Ich habe vielleicht eine vage Idee. Meine damalige Idee war, ich möchte einen Teil meiner Beratungsdienstleistung von offline in online umwandeln. Richtig. Das gibt es so in meiner Branche noch nicht. Mhm. Und das war so ein kleiner, ja, so eine Idee, so eine Ahnung. Ja. Und ich konnte das damals auch noch gar nicht fassen und habe dann auch mit euch gesprochen. Und ich glaube, wir haben uns da dann herangetastet. Wir haben beide auch damals das erste Gespräch geführt, Nicole. Das war immer noch ganz wunderbar. Ich habe sofort gemerkt, ich muss gar nicht groß erklären. Du weißt, wovon ich spreche. Und ich habe mich da irgendwie so sofort verstanden gefühlt, aufgehoben gefühlt. Und dann dachte ich so, jetzt guck dir das mal an und geh mal auf diese Reise. Und so hat das dieses Jahr dann auch angefangen. Schön. Wäre das auch ein Tipp, den du für andere selbstständige Frauen hättest, da oft auf die Intuition zu hören, auch wenn das Bild noch nicht komplett ist? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann ich nur bestätigen, insbesondere weil ich ja auch in einer Branche bin, die genau anders ticken muss. Sonst können wir nicht funktionieren. Wir ticken eigentlich so in diesem hochprofessionalisierten Bereich wie Sanitäter oder Feuerwehrleute. Da ist eine Katastrophe und da müssen wir in erster Linie funktionieren. Ja. Und da achtest du nicht auf die Impulse, sondern bist sehr stark in einem Autopilot und rufst das ab, was du jahrelang auch trainiert und gelernt hast. Ja. Und das war jetzt wirklich so eine Situation, wo ich einfach mal, im Dezember war das, mir dann auch gesagt habe, nein, ich mache das jetzt und ich gebe ab. Ich habe zwar immer noch die Verantwortung, es ist mein Business und ich bin dafür verantwortlich, das quasi umzubauen, aber ich gebe ab, ich öffne mich und ich hole mir die Unterstützung, die ich brauche. Ja. Das war eben der zweite wichtige Punkt. Ich finde es absolut wichtig, dass das ein Mentoring-Programm ist. Also im Vergleich zum Coaching oder nur so zu einer punktuellen Beratung, da kommt jemand, man versucht dann in anderthalb Stunden die Sachen zu erklären, die so riesig sind, wo sie so viel das Unternehmen betrifft, aber auch meine eigene Person, das alles zu erklären, das kann man ja gar nicht in anderthalb Stunden oder zwei Stunden, also sehr punktuell, sondern man muss sich auf einen Prozess einlassen, der längerfristig geht. Und in diesem Fall dachte ich mir, das sind 12 Monate. Mhm. Ja, ich nehme mir jetzt diese Zeit auch, 12 Monate kontinuierlich an meinem Unternehmen, aber auch für mich zu arbeiten. Das ist was ganz Wichtiges und das leistet ein Mentoring-Programm. Und das ist auch, glaube ich, gerade an deinem Beispiel so wunderbar zu sehen. Du bist ja wirklich hochprofessionell unterwegs. Du berätst Organisationen ja wirklich auf ganz hohem Niveau und dennoch bleibt im eigenen Unternehmen ein blinder Fleck. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist wirklich der tote Winkel im Außenspiegel, weil man manchmal vielleicht von einer zu hohen Komplexität ausgeht oder weil man zu sehr in alten Denkmustern, das war doch schon immer so und das muss doch so und so sein, verhaftet ist. Ich glaube, das ist ein ganz großes Stück weit völlig normal, völlig menschlich und insofern erkennt man wirklich gute Berater ja daran, dass sie gute Berater haben, ne? Gute Coaches daran, dass sie sich gute Coaches nehmen. Und das ist bei dir, finde ich, sehr, sehr gut verfolgbar gewesen, wie sofort sich bei dir unglaublich viele Türen und Fenster geöffnet haben und du plötzlich sagtest, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Ich spüre regelrecht, dass ich da auch in meiner Branche eine richtige Avantgarde-Funktion einnehmen kann, ne? Genau, genau. Weil ich bin da ja jetzt schon so lange drin, muss ich sagen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, man vergisst das auch, wie soll ich sagen, das Selbstbild, Fremdbild, das ist nicht unbedingt ein gemeinsames Bild. Ja? Da gibt es sehr große Unterschiede auch.
Und ich habe dann festgestellt, bis letztes Jahr, ich bin gut unterwegs, also unternehmerisch auch sehr, sehr gut, da überhaupt keine Frage. Ich bin aber alleine. Ja. Ich bin alleine gewesen, weil dieser Beruf auch als Beraterin sehr, ja, man ist sehr, sehr auf sich gestellt. Ja. Ich habe zwar Kolleginnen in meiner Firma, die für mich arbeiten, trotz alledem, es gibt viele, viele, viele Momente, die ich mit mir selber abmachen musste. Ja. Und das war auch so ein Unterschied jetzt mit eurem Programm. Also für mich war das wichtig, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich öffne mich da, ich lasse mich darauf ein und zu sehen, ich habe zwei Mentorinnen an der Seite. Ich habe aber auch eine Gruppe an der Seite. Und das sind auch alles selbstständige Frauen, ne? Selbst wenn die nicht aus deiner Branche kommen, haben sie aber auch Erfahrungen, die dir dienen können. Genau. Und ich bekomme so viele Impulse, also insbesondere zu Anfang, dass ich schon fast ein schlechtes Gewissen hatte und gesagt habe, mein Gott, ich kann ja nicht nur nehmen. Also jedes Mal, wir haben uns regelmäßig getroffen, ja, alles findet online statt. Jedes Mal habe ich zwei oder drei wichtige Impulse bekommen und habe mir dann aber auch gesagt, ich muss das auch in die Gruppe bringen. Es muss ein Geben und Nehmen sein. Und habe dann auch festgestellt, wie wunderbar das aufgeht. Also ich arbeite eng mit meinem sogenannten Buddy zusammen. Die kommt aus einem ganz anderen Bereich. Und das ist aber trotzdem ganz egal, weil ich kann dort geben, ich kann da aber auch nehmen. Und das ist so ganz, also wirklich, ich schätze das unglaublich. Und ich bin sehr, sehr dankbar auch für diese Erfahrung. Ach, wie schön. Das ist echt auch eine tolle Rückmeldung. Und ich kann jeder, die zuhört, nur versichern, Claudia bringt ganz, ganz viel an eigenen Impulsen auch wieder zurück in die Gruppe. Also von daher, Dankeschön. Die Balance ist wunderbar gegeben, ganz, ganz eindeutig. Dann kam irgendwann, weil natürlich Susanne und ich auch, genau wie du, sehr stark daran interessiert sind, uns weiterzuentwickeln, kamen wir ja auch mit einem ganz neuen Impuls namens Bob Proctor um die Ecke. Erzähl doch mal, wie das dann war, als wir sozusagen noch völlig euphorisch und völlig begeistert, diese Begeisterung wächst ja von Tag zu Tag, mit Thinking into Results und dem Uplift-Programm um die Ecke kamen. Mhm. Ja, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern. Das war der 17. Januar, als ihr mir das erzählt habt. Ich kann mich deswegen daran so gut erinnern, weil ich damals innerlich gedacht habe, also jetzt die also wirklich nicht mehr. Jetzt, was erzählen die mir da und so und das glauben die ja auch selber noch und ich dachte so und habe mir bis Ende Monat Zeit gelassen, mir zu überlegen. Machst du da noch so einen Top-up? Was könnte es dir bringen? Und ich muss sagen, auch da habe ich mich vom Bauchgefühl leiten lassen. Also wieder was ganz Untypisches für mich, aber ich habe gespürt. Und ich habe am letzten Tag des Januars euch, glaube ich, die Mail gemacht und habe gesagt, ich buche. Ich bin dabei. Ja, kann ich. Genau. Und habe das auch mit so einer Freude gemacht, die sich letztendlich auch bestätigt hat. Ich wusste eigentlich nicht, auf was ich mich einlasse. Jetzt im Nachhinein, jetzt haben wir Juli, also wir sind einige Monate gemeinsam gegangen in dieser Gruppe, kann ich also sagen, das war der richtige Booster für das, was wir ohnehin als Idee ausgearbeitet haben. Ja. Es ist wirklich in dem Sinne, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, wie ein Booster, der da nochmal so einen Drive reingebracht hat. Ganz klar wenn ich es mir jetzt so überlege, ich glaube, wenn ich diesen Booster nicht gehabt hätte, ich wäre auch zum Ziel gekommen, aber es hätte wahrscheinlich wieder viel, viel länger gedauert, da bin ich sicher. Mhm. Und dieses Thinking into Results hat meiner Seele gut getan und hat da eigentlich geboostet. Ich fühle mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise getragen. Das heißt, ich habe seitdem ganz klar das Ziel vor Augen. Ich bin sehr fokussiert. Mhm.
Und trotzdem habe ich eine Gelassenheit entwickelt, ja, die mir einfach gut tut. Also ich bin jetzt nicht so, was weiß ich, ich muss und so diese karrierefixierte Frau, sondern ich habe eine neue Souveränität für mich entwickelt, die ich als sehr, sehr wohltuend finde. Und ich, wenn ich das so spiegeln darf, ich empfinde dich, als ob du den Zugang zu dieser Fülle-Tankstelle par excellence gefunden hättest. Genau. Du sozusagen in der Lage, noch besser in der Lage bist, auch wirklich dann auch mal zu nehmen, ne? Die Einzelkämpferin, die eben auch mal nehmen darf, die mal tanken darf, wo auch immer man sich da andockt, ja. Aber das kommt bei mir extrem an. Ja, und vielleicht entsinnst du dich, ich hatte damals im Januar euch beide gefragt, was hat sich denn verändert für euch, seitdem ihr da dieses Programm macht? Und du hattest geantwortet, die Art, wie ich denke. Ja. Und dann dachte ich, naja, okay, ich weiß ja nie, wie du vorher gedacht hast. Mit der Art, wie du dachtest. Ne? Ja, und das ist es aber genau. Das ist es genau in dem Sinne, jetzt was du mit der Fülle auch bezeichnest. Ich habe mir grundsätzlich eine Haltung angewöhnt, dass ich nicht mehr so dieses kämpferisches, ich muss jetzt und durchdrücken und dieses, ja, also dieses hart Verbissene auch, und ich komme dann wie eine Walze und ich hole mir einfach das, was mir zusteht, so nicht, sondern ich weiß, ich kann empfangen. Ja. Ich weiß, ich kann mich öffnen. Und ich gehe auch jedem Kunden und jeder Situation so rein. Und es hört sich vielleicht ein bisschen spooky an, und ich bin also wirklich keine Esoterikerin. Ich stehe mit beiden Beinen voll auf dem Boden dieser Welt und so. Aber es haben sich dann durch diese sehr positive, wohlwollende, menschenfreundliche Haltung auch Sachen bei mir ereignet. Hättest du mir das 4 Monate vorher gesagt, hätte ich auch gedacht, oh Gott, no way, ne? Wie soll das möglich sein? Ne? Ich habe nicht nur Dienstleistungen übersetzen können von offline ins Online-Geschäft, sondern ich habe meine Leistungen verkaufen können, ohne dass schon was stand. Ich hatte diesen Mut im Wissen. Die Sicherheit. Ja. Innere Sicherheit. Geil. Und ich habe gesagt, okay, für die erste Gruppe, ich möchte 8 Frauen haben, die mich wertschätzen und die mit mir gemeinsam 3 Monate dieses Programm durchlaufen, die ich begleiten darf, die ich stützen darf. Alles Projektmanagerinnen irgendwo in internationalen Organisationen, ne? Genau, die sind leitet ein großes Programm in Libyen, die andere in Nigeria, die dritte in Afghanistan, die vierte in Südsudan. Das sind alles Regionen, die kenne ich seit Jahren. Aber was ich jetzt mache, ich mache die Frauen, die diese Programme leiten müssen, vor Ort oder jetzt während Corona auch hier im Homeoffice, aber trotzdem diese Anforderungen einfach erfüllen müssen. Die unterstütze ich mit all meinem Wissen und mit meiner Erfahrung. Und ich habe gestern zum Beispiel ein wunderbares, wunderbares Kompliment gehört. Wir hatten wieder eine Besprechung. Und eine Teilnehmerin meines Programmes hat gesagt, Claudia, ich habe mir auch noch mal das Gespräch, das erste und das zweite, zu Beginn unseres Programmes angehört. Und ich kann nicht glauben, wie sehr ich mich verändert habe. Wow. Und ich meine, was Tolleres gibt es auch gar nicht. Ne? Es ist genau das, was ich anvisiert habe. Ich möchte die Menschen stark machen, die diesen schwierigen Job erfüllen. Und das geht nicht nur über Technik, ja. Richtig. Und das Tolle ist, du lieferst den maximalen Mehrwert. All das, was du in den 30 Jahren angesammelt hast, an Expertise, an Art und Weise, wie du Probleme angehst und Herausforderungen angehst, all das kann da reinwandern und dennoch rückenfreundlicherweise ja nun mal auch von Europa aus stattfinden, ohne dass du wieder von einer Business Lounge in die nächste wanderst. Sozusagen. Genau.
Und das, finde ich, ist auch nochmal so eine tolle Nachricht an alle Frauen, die uns zuhören, die sagen, doch, ich habe auch eine Expertise, ich bin auch Expertin im Bereich XYZ und im Moment noch in dieser Dienstleistungshaltung, im Moment noch so in dieser reaktiven Haltung. Ich muss, wenn der Kunde ruft, springen. Vielleicht ist das auch wirklich nochmal ein schöner Gedankenanstoß von dir, zu sagen, liebe Frauen da draußen, überlegt mal, wie ihr dieses Wissen anders weitergeben könnt, wie ihr sozusagen ja, die Meisterin eures Fachs werdet, wie ihr sagen könnt, it's my business, these are my rules und nicht umgekehrt. Ne? Das ist, glaube ich, auch, das steht uns Frauen ab einem gewissen Alter auch sehr, sehr gut, diese Haltung. Ich finde, sie steht dir ausgezeichnet und wird dir auch gerecht und noch gerechter und den anderen aber auch. Denn sie bekommen the best of Claudia Konrad. Und das zu wissen, finde ich wahnsinnig befriedigend. Und ich muss dir sagen, all das, was du jetzt uns erzählt hast und an was du uns hast teilhaben lassen, ist auch für Susanne und mich wahnsinnig befriedigend, weil wir genau das möchten. Frauen dabei begleiten, ihr Wissen, ihre tolle Erfahrung, ihre Expertise so an den Markt zu bringen, damit es passt, damit es sozusagen wirklich ein maßgeschneidertes Herzbusiness ist. Und dass du jetzt bestätigt hast, wie hoch der Anteil von diesem Booster, wie du gesagt hast, Bob Proctor, also unserem Uplift-Programm ist, das tut mir natürlich sehr, sehr gut. Das freut mich wahnsinnig. Könntest du uns denn auch ein wenig reinschauen lassen, was das auf der pekuniären Seite bedeutet hat, ohne dass du uns natürlich eine Einkommensteuererklärung schickst. Aber vielleicht kannst du so eine kleine Idee davon geben, dass sich das natürlich auch schon recht schnell ausbezahlt hat. Also die Investition, die habe ich 10-mal raus. Das muss ich sagen, geil. Also das ist, ist ganz klar. Ich habe während Corona, während Kollegen und Kolleginnen von mir gesagt haben, hör mal, du kannst nicht verkaufen während Corona, habe ich dann wirklich diese 8 Frauen innerhalb von wenigen, was waren das, 2-3 Wochen, ne? Mehr war das nicht. Und habe um die, müsst jetzt lügen, 45.000 eingenommen mit diesem Programm, was ich sonst wirklich in Mission mühsam erarbeitet hätte. Ne? Ja, was dir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schultern, du dir auf die Schultern gelegt hättest. Genau. Also ich finde, deine Geschichte ist so mutmachend, ist so grandios und ich bin zutiefst dankbar, dass du den Weg zu uns gefunden hast, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen können, weil du einfach eine Frau bist, die so viel zu geben hat, die so viele Projektmanagerinnen zu selbstbestimmten, tollen Frauen ausbildet. Die Welt braucht diese Frauen und diese Frauen brauchen dich. Und es ist so wunderschön, dass wir das jetzt hier gemeinsam erleben dürfen. Und ich hoffe noch, dass ganz viele Frauen diese Stärke entdecken, die du in dir entdeckt hast oder neu oder wie auch immer nochmal gestärkt hast, zu sagen, ich mache das jetzt so, dass es zu mir passt. Welt, ich komme. Ja, genau. Und ich fühle mich ganz wunderbar. Also nach einem halben Jahr, meine Tochter hat auch gesagt, Mama, du bist also wirklich eine andere Frau geworden. Ich habe eine Gelassenheit drauf und trotzdem eine Zielorientierung. Und das sind auch so die Punkte, die ich wichtig finde, die ich gelernt habe. Ich habe immer das Ziel vor Augen gehabt, habe mich aber nie unter Druck gesetzt gefühlt. Jetzt das und das in dem und dem. Es ist einfach so gekommen. Und das war mit einer relativen Leichtigkeit, was ich niemals für möglich gehalten habe. Wirklich nicht. Und Gelassenheit, ne? Das war das andere Wort, das du gerade benutzt hast. Schön. Genau. Und das zweite ist wirklich für mich, dass Machen ist wichtiger als immer analysieren und tun und dann nochmal eine Strategie und nochmal hier feintunen. Ne? Ich habe ja auch immer gesagt, hey, das Tuniversum ist für uns wichtig, dass wir wirklich ins Machen kommen. Nobody is perfect. Aber ich habe dann gesehen, die Sachen, die ich auf die Beine gestellt habe in dieser Zeit, die sind einfach gut. Ich bin also wirklich überzeugt, dass die gut sind. Also nicht perfekt wäre es gewesen, wenn du nichts getan hättest. Genau, das ist die Imperfektion. Genau, richtig. Das Dritte für mich, was wirklich so auch entscheidend war, dass ich einfach Begleitung hatte in Form dieses Mentoring-Programmes, die Begleitung durch
dich, Nicole, und durch Susanne. Ganz wunderbar. Und dann ergänzend dazu eine Gruppe von sehr wertschätzenden, ja, auch Expertinnen, Profis in ganz unterschiedlichen Bereichen, aber eine große Unterstützung für jede einzelne Frau in diesem Bereich. Und da denke ich, kann gar nichts mehr schiefgehen. Es konnte gar nichts mehr schiefgehen. Also man befindet sich einfach auf dieser Zielgerade. Du bist das beste Beispiel, dass immer the mechanical and the spiritual zusammenkommen müssen. Also auch wirklich den Geist zu öffnen, aber dann auch zu tun. Und dann auch zu tun und einfach mal anzufangen, um in die Richtung des eigenen Ziels zu gehen. Du bist ein ganz großes Vorbild für viele Frauen. Ich danke dir von Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast, um mal Einblick zu geben in deine wertvolle Arbeit. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns getroffen haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dank dir, Nicole. Ich bin so gerne gekommen und ich möchte so viel gern all das zurückgeben, was ich von euch erhalten habe. Und das ist vielleicht ein kleiner Bereich, aber ich bin sicher, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Ich freue mich einfach auf die Zukunft. Ich auch. Und wie wir die angehen können. Danke dir, Nicole. Danke dir. Vielen, vielen Dank auch an alle, die dabei waren.